Hallo meine Lieben der Fluggesellschaft und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lego Marvel Super Heroes. Und wir befinden uns schon fast im Finale dieses Let's Plays. Und ich grüße heute die May. Ist jetzt nicht so, als hätte ich gerade den Namen gesehen und mir gedacht habe, oh, lese ich den mal vor. Und noch den Lee. Ja, und noch den Lee. Ja, wir kommen hierhin. Und wir spielen jetzt die vorletzten Bonus-Level. Also einmal genug gequatscht und Hausparty-Protokoll. Und in der letzten Folge werden wir noch Trautes Heim Gefahr allein spielen. Aber das alles in der nächsten Folge. So, genug gequatscht jetzt. Gut gesagt. Denn jetzt geht's rein ins Level. Was gibt's? Der Mittelpunkt des Universums. Wunderbar. Fleißige Comiczeichner, die was über mich bringen, weil ich so toll bin. Wow, guck mal, die beiden Eierköpfe. Eierköpfe, kapiert ihr? Die wollen wohl auch in den Comic rein. Ich dachte, der eine wäre schon tot. Zum Glück sind Stretchhose und Netzkopf schon dabei, Wellensittich und Quarkente das Handwerk zu legen. Der Geier hat hier nichts zu suchen. Ja, der hat nicht mal ein Abo. Er hat nicht mal ein Abo bei Stern TV oder so. Ich will direkt rausgehen aus dem Marvel Studio. Ja, also die wollen wohl hier das Marvel Studio sich ergeiern. Aha! Oh, bin ich wieder lustig. Ja, aber wir wollen das natürlich verhindern. Ist ja klar. Now we come into the Marvel Studio. We ask the Marvel Mitarbeiter for a pass. Ach nee, wir brauchen ja ein Marvel Abo. Ich hack mir das Marvel-Abo einfach. Der Geier ist doch schon drinne. Der geiert schon. Ey. Ah, Spider-Man. Und du hast deinen Freund mitgebracht. Boah. Okay, reparieren wir mal hier wieder das Studium. Damit die mal endlich gute Filme rausbringen und nicht die letzte Scheiß. Ich kann sagen, das ist ein äußerst schönes Vogelhaus. Autsch! Das war ein schmutziger Trick, Spider-Man. Das war, Brad Pitt. Verschieße, weil Pitt. Oh mein Gott, okay, ich hör auf. So. Dann einmal hier durch. Okay. Wir hoffen natürlich, dass das Marvel-Studium danach gute Filme produziert und nicht der letzte Schrott wie letztes Mal mit Captain Marvel. Oder der Marvels hieß es, glaube ich. Aber wirklich, das war der schlimmste Film. Gott. Ich möchte gerne weitermachen. Oh, jetzt den Iron Man bauen. Was macht Iron Man hier? Egal. Angriff! Das frage ich mich auch, der ist doch schon tot. Er wurde weggeschnipst von den Thanos. Vom Titanus. Titanus. Er wurde titanusiert. Oh Mann. Er wurde titanisiert, Alter. Digga, meine Sprüche, was ist denn heute los? Er wurde titanisiert. Wo kommt Captain America auf einmal her? Heute sind wir aber amerikanisch am Start. Ami ist heute am Start. Versuche wieder irgendeinen Witz aus Ami zu finden, aber leider gibt es keinen. Der mächtige Tor, nicht mehr lange. Aufpassen, dass du nicht das Tor öffnest. Ich weiß,
Ein Insekt, Alter. So, was tun wir jetzt? Mir nicht das Wasser. Ah, ein Vogelnest. Krepier. Hast du das gesehen? Er hat sich in ein Vogelnest verwandelt. Genial! Der Typ ist ein Genie! Okay, an die Arbeit, Marvel-Jungs. Diese Deadpool-Titel schreiben sich nicht von selbst. Und zwar sofort. Den Geiern haben wir mal gezeigt, was wir geiern. Oh. Also, die Witze werden heute immer schlechter. Alright. Was ist das vorletzte Bonus-Level? Es ist House-Party-Protokoll. Lass mich raten. Iron Man startet eine Party. Der Tony nimmt eine Party. Danach wird der weggeschnipst und ist tot. Ladies and Gentlemen! Eine Party ohne Tony Stark ist keine Party. Und das hier ist sicher keine Party. Meine sind so viel besser. Hey, Starkman! Wenn du anfängst zu tanzen, machen die anderen vielleicht auch mit. Oder so. Irgendetwas fehlt bei dieser Party. Ich weiß. Komm schon, Stark. Mach mal Musik. Ich will tanzen. Also so stark ist diese Party jetzt auch nicht. Hulk Lautsprecher kaputt gemacht. Vergisst manchmal, dass er Stärkste ist. Aber ich bin ja der Starkeste, versteht ihr? Da können wir die Lautsprecher doch reparieren. So, bevor ich noch mehr Stark-Witze mache, befreien wir erstmal hier den Stanley. Weil tut mir ein bisschen leid, auch wenn ich ihn schon mal befreit habe, kann ich ihn hier nicht sehen in Gefangenschaft. Digga, Tony, was ist mit dir? Er taucht in diesem Spiel öfter auf als ich. Jetzt mal ehrlich, taucht er in jedem Level auf? Wer glaubt dir eigentlich, wer er ist? Sozusagen wichtiger als du. Oh, ja, es stimmt leider. Gut, Hausparty. Wie baut man eine Party? Wo kommt die Mucke auf einmal her? Ja, die Lautsprecher sind kaputt. Okay, jetzt ist die Mucke irgendwie weg. Naja, kümmern wir uns erstmal hier. Ja, ich baue schon auf. Nikola, kannst du hier mal ein bisschen Mucke machen? Dass ich der DJ bin, wenn ich dich meine Beats spüren lasse. Ja, lass mal zeigen. Lass den Beat flowen. Top. Oh, ich kann ihn. Jetzt hätte ich gerade. Hä? Und ihn nicht gerade den Bildschirm drehen? Naja. Sehr egal. Und jetzt. Genau. Ein Geschenk von Pepper. Sie weiß, wie sehr ich auf Glitzerzeug stehe. Jetzt wird nochmal schön die Disco aktiviert. Ü30 Party. Ja, Spaß. Also, da wäre meine Mutter auf jeden Fall dabei. Jetzt müssen wir erstmal die Lautsprecher abholen. Das bringt nichts. Ah ja, ich dachte mir schon, kann ich das nicht irgendwie aufschneiden? Jetzt kann ich es wieder nicht aufschneiden? Hä? Jetzt! So. Gut, gib mir mal hier die Teilchen. Du sollst bauen, nicht rumlasern. Lasern können wir später. Die Party geht schon ab. Ich will nur zocken, rumpeln und mich nicht bewegen. Oh, wer kennt noch die alten 2014er Songs? Laughing in your eyes. Der Blechmann des Tango, der Stahlsultan des Swing, der eiserne Patriot. Oh,
Oh, wow. Läuft das Ding per Fernbedienung? Nein, Rhodey ist da drin. Ich bin Rhodey. Oh. Oh, we dancing in the moonlight. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier die Platten drücken. Ach, das ist leicht. Zeigen wir ihm, wie es geht, Rhodey. Ich hab's ja vergessen. Ah, okay, der zeigt mir das. Das ist ja easy. Oh, we dancing in the moonlight. Oh yeah. Das klingt irgendwie so eine richtig geile Partymusik. Irgendeine Partymusik. Gut, Scheiße, ich hab's hier vergessen. Egal, die Münzen zeigen es an. Hä? Ich hab's doch richtig gemacht. Was wäre denn? Ach so, scheiße, ich hab's doch nicht richtig gemacht. Ja, okay. Aber jetzt hab ich's gemacht. Eigentlich haben wir ihn nur nachgemacht. Aber die Lorbeeren nehme ich gerne an. Danke. Angeber. Oh yeah. Oh yeah. Als ob er genau dann oh yeah gesagt hat. Hey, Hulk hat die schönste Zeit seines Lebens. Oh ja, ja, fette Pop- und Lockbeats. Wenn die Beats noch fetter wären, bräuchten sie einen elastischen Hosenbund. Oder haben wir alle getanzt? Hä? Hab ich dieses Level davor nicht gespielt? Wie hab ich jetzt hier 100% geschafft? Wie kommt es, dass wo auch immer ich hingehe, irgendein Superkram passiert? Habt ihr gerade das Achievement da gesehen? Ich glaube, es kann auch sein, dass ihr gerade nicht dieses Achievement gesehen habt. Aber ich habe gerade ein 100% Achievement bekommen. Hab ich dieses Level davon nicht gespielt oder so? Hä? Ist es gerade fake oder so? Vor allem, ich hab immer noch keine 250 goldenen Scheine. Egal, ich nehme das jetzt mal so hin. Ich hab die 100% und ich hab das Achievement. Okay, ich bin immer noch verwirrt, aber naja. Gut, Leute, mit dieser Verwirrung werde ich jetzt aus diesem Part gehen. In der nächsten Folge wird es dann auch das Finale geben. Wir werden eine Folge lang nochmal ein Bonus-Level spielen. Dann werde ich euch die Comics nochmal zeigen. Und im letzten Video, wirklich im komplett letzten Video, werde ich euch alle Charaktere nochmal zeigen. So. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.